Scheiße! Jonah, hörst du mich? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Gut, beeil dich. Hey Leute und kommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal Shadow of the Tomb Raider, und dieser Teil schließt die Trilogie ab von den drei Tomb Raider Spielen. Rise of the Tomb Raider ist der zweite Teil und die definitive Edition, die es für die PS4 gab von Tomb Raider, ist der allererste Teil, und wir starten jetzt mit dem dritten Teil hier, und wir müssen uns hier raus helfen. Und wir sind draußen. Jawohl. Aber jetzt müssen wir hier hochkriechen. Und weiter geht's. Durch den dunklen Felsspalt hier. Ich frag mich, wie Lara da schon wieder reingeraten ist. Aber wir kennen sie ja nicht anders. Und jetzt sind wir hier draußen. So, die Steuerung wird einem erklärt. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Okay, Jonah. Danke für die Info. Wir können hier an der Decke lang sogar. Sehr cool. Hier können wir uns einhaken mit diesen Teilen, die wir im ersten Teil bekommen haben.
Und im zweiten Teil waren sie auch sehr nützlich. Komm, Lara, hoch da! Jawohl. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Oh, was wird denn da angestrahlt? Sieht aus wie Gold. Wunderschön sieht das aus. Oho. Ja. Lara! Wow! Sieh dir das mal an. Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Nein, das braucht er! Komm jetzt! Los, los! Schnell! Komm schon! Oh, gleich mal hier rausrennen! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Mexiko! In Cozumel! Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist?
Mit Präzession könnte... Was? Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Gut. Dann schauen wir uns mal um hier. Können wir mit Ines zum Beispiel sprechen? Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Beziehungsweise mit ihr. Das hat man gerade leider nicht sehen können. Nein, suchen wir weiter. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Ich kann zwar kein Mexikanisch. La Casa Mexicana. Hoffentlich hab ich das richtig ausgesprochen. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Dann tu es doch. Menschenmengen. Sind ihr Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Überall Kerzen. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Beobachten wir ihn mal, was er macht. Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Genau. Wir stellen uns hier hin. Okay, die reden nur miteinander. Dann gehen wir mal weiter. Also mal noch ein bisschen hier umschauen. Okay, hier gibt es nichts mehr. Dann wollen wir mal weiter hier rundherum laufen. Und überall die Musik. Mal lauter und mal leiser. Oder war es das schon hier von diesem Platz? Nee, noch nicht. Gut, mit denen können wir nicht reden. Schade. Sehr schade. Ah! Hier. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Okay, danke. Danke für die Info. Ach, Jonah folgt mir. Was haben wir denn hier? Schade, da geht's nicht weiter. Dann lass mal wieder zurück.
Da, wo die stehen und plaudern. Oder können wir da reingehen? Ah, da ist was. Jawohl, haben wir das auch. Und die führt eine Treppe nach oben. Mal schauen, was hier hinter ist. Ach so, da sind wir hierher gekommen. Okay. Gut, dann haben wir alles hier gesehen. Mal gucken, was wir da machen können an dem Tor, wo die da stehen. Laufen wir hier wieder vorbei an dem hier. So, da vorne stehen sie immer noch bestimmt. Oder sind sie schon weg? Sind weg. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, jetzt sind wir drinne. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Ein Foto sollen wir machen. Okay. Dann müssen wir erstmal hier durchkommen. Überall Kerzen. Überall trauern sie. Überall Tote, die vergraben sind. Kinder mit ihren Eltern. Haben Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Genau, wir müssen hier mal durch. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. So, da war eine Treppe. Ja, du hast recht. Gut, hier können wir uns nur weitere Gräber anschauen. Dann gehen wir mal hier hoch. Mal schauen, wo das hier noch weitergeht. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Oh, schon wieder Musik. Yay. Oh, da steigt eine Party. Da geht der Gaudi ab. Ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Oh, da haben wir sie kurz gesehen. Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Du schaffst das schon, Jonah. Ich glaube an dich. Doktor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig. Danke. Wir sollten gehen. Gut, die laufen auch weiter. Also laufen wir auch weiter. Was machen die hier? Beten? Trauern? Whatever? Ja,
Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Ich bin aber schon drinne. Ich kann mich nur halt gut tarnen. So, gehen wir weiter. Jetzt können wir wieder normal laufen. Hi! Na du? Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Okay, okay, okay. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Wir sind doch jetzt ganz nah an den beiden dran. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Ah! Da vorne ist das Ziel. Beziehungsweise da müssen wir hin. Erstmal gucken. Hier liegt was. Stoff. Okay. Dann wollen wir mal hier über den Zaun klettern, beziehungsweise da geht's einfach rein. Okay. Sehr schön. Und dann wollen wir mal hoch hier. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte! Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. So Leute, und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.